Die Gestapo kommt am frühen Morgen. Das Schwarzwalddorf Saig schläft noch. Doch oben am Waldrand im Judenhäusle brennt Licht. Dort haben die Nazischergen die jüdische Ärztin Dr. Johanna Geismar festgenommen und deportiert. Es ist der 22. Oktober 1940. In ganz Südwestdeutschland beginnt die Deportation der jüdischen Bevölkerung. Es tröppelte an die Wohnungstür. Als meine Eltern ganz verdattert aufmachten, standen da drei Gestapo-Beamte, so wie wir sie heute noch kennen vom Film, Ledermantel, Schlapphut, Pistole, ja, und brüllten nach Nazi-Art: Fertig machen, ihr könnt mitnehmen, was ihr tragen könnt, 100 Reichsmark, in 20 Minuten geht's runter. Mehr als 6500 Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens werden ins Lager Gürs in Südfrankreich verschleppt, die meisten von ihnen später in Auschwitz ermordet. Dr. Johanna Geismar aus dem Schwarzwald gehört zu ihnen. Ebenso die Krankenschwester Pauline Meyer aus Mannheim. Aufopferungsvoll bemühen sich beide Frauen, das Leid der Kranken und Schwachen, der Alten und der Kinder in der Hölle von Gürs zu lindern. November 1938. Überall in Deutschland brennen die Synagogen, angezündet von den Nazis. Im badischen Bühl, wie an anderen Orten, darf die Feuerwehr nicht löschen. Die Synagogen werden zu Schutt und Asche, durch Brandstiftung oder Sprengung. Das prächtige Gebäude im Stadtzentrum von Kaiserslautern wird bereits zwei Monate vor der Pogromnacht zerstört. Die Nazi-Behörden lassen die Sprengung filmen und sprechen zynisch von Stadtverschönerung. Für die Beseitigung der Trümmer muss die jüdische Gemeinde aufkommen. Wie andernorts nehmen auch in Kaiserslautern die Repressalien gegen jüdische Bürger zu. Unsere Eltern, die durften nicht mehr in normalen Geschäften einkaufen. Meine Eltern hatten auch ein Theaterabonnement. Sie durften nicht mehr ins Theater, durften nicht mehr ins Kino. Wir kamen, meine Schwester, die 2 Jahre älter ist, kam damals in die Schule, ich etwas später. Und wir wurden dann aus der Schule rausgeworfen und das Skandieren der Jugendlichen: Wir wollen keine Juden mehr, Juden raus. Und das war natürlich ein demütigendes Erlebnis für uns. In Heidelberg bekommt auch die jüdische Kinderärztin Dr. Johanna Geismar das Kesseltreiben gegen die Juden zu spüren. Im Wintersemester 1909 hat Frau Geismar begonnen, an der Großherzoglichen Badischen Universität in Heidelberg zu studieren. Medizin. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, meldet sich die 37-Jährige freiwillig zum Einsatz im Lazarett in Heidelberg. Nebenbei bereitet sie sich mit großem Ehrgeiz auf das Abschlussexamen vor. 1915 legt sie die Staatsprüfung ab. Anfang der 30er Jahre wächst auch in der badischen Universitätsstadt die Macht des NS-Regimes. Umjubelt von den Volksmassen besucht Hitler die Stadt.
Die Hetze der Nazis gegen die Juden zeigt Wirkung. Im noblen Stadtteil Neuenheim hat Dr. Johanna Geismar eine Praxis als Kinderärztin. Sie ist beliebt und geschätzt. Doch eines Tages findet sie an ihrer Tür Schmierereien wie Achtung, jüdische Ärztin. Immer mehr Patienten bleiben weg. Im April 1933 wird der 55-Jährigen die Zulassung als Kassenärztin entzogen, weil sie Jüdin ist. Sie muss ihre Praxis schließen. Dr. Johanna Geismar flüchtet in den Hochschwarzwald. Erst ins Dorf Falkau, zwei Jahre später nach Saig. Wird sie in der selbstgewählten Verbannung endlich Ruhe finden? In dem katholischen Ort kann sie ein kleines Haus mieten. Hier hofft sie, sicher zu sein. Eintragung im Fremdenbuch von Saig. Geismar Johanna, geboren 7.12.1877 in Mannheim, Ärztin, Jüdin. Später wird hinzugefügt, 1940 deportiert. Selbst in abgelegenen Schwarzwaldorten marschieren die Anhänger der NSDAP. In Saig gibt es keinen allgemeinen Judenhass. Doch eines Nachts zerschlagen junge Burschen die Fensterscheiben im sogenannten Judenhäusle. Johanna Geismar stammt aus Mannheim, aus einer alteingesessenen jüdischen Familie. Ihr Vater ist als Rechtsanwalt stadtbekannt. Mannheim hat Ende der 30er Jahre immer noch die größte jüdische Gemeinde in Baden. Mehr als 2000 Angehörige. Vor Beginn des NS-Regimes war die Zahl der Mitglieder mehr als doppelt so groß. Doch viele Mannheimer Juden sind ins Ausland geflüchtet. Im jüdischen Altenheim und Krankenhaus der Stadt ist Oberin Pauline Meyer tätig. Eine warmherzige Pflegerin, eine Vertraute der Patienten, eine verständnisvolle Vorgesetzte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die einfach nicht zu überbieten war. Ich muss helfen. Alles ging in ihre Gedanken nicht. Sie musste, wenn sie seinen Leiden sah, ich muss helfen. Auch in Mannheim bringen die Nazis leicht Zehntausende begeisterter Anhänger auf die Straße. In Läden, in Gaststätten, überall Schilder, Juden unerwünscht. Hier herrscht Robert Wagner, Gauleiter von Baden. Er brüstet sich, ein Vertrauter Hitlers zu sein. Auch Gauleiter Josef Birkel im benachbarten Gau Saarpfalz hat gute Kontakte nach Berlin. In diesem Fall waren die zwei Gauleiter, Birkel und Wagner, befreundet mit Hitler und hatten einen guten Zugang. Und soweit wir wissen, konnten sie zu Hitler ins Büro einfacher ankommen als sogar Kabinettsminister. Sie hatten gute persönliche Beziehungen mit dem Führer. Wagner und Birkel wollen mit einer spektakulären Aktion weiter Karriere machen. Ihre Opfer sind die jüdischen Bürger in Baden, in der Pfalz und im Saargebiet. Sie sollen nach Frankreich deportiert werden. Damit werden die jüdischen Gemeinden im Südwesten Deutschlands endgültig ausgelöscht. Beginn der Deportation, 22. Oktober 1940. Um 8 Uhr hat es geklingelt und dann hat meine Mutter geöffnet und da standen zwei Gestapo-Männer in ihren schwarzen Mänteln draus, haben sich ausgewiesen und gesagt, von nun an dürfe niemand mehr die Wohnung verlassen. Sie kämen in einer Stunde wieder und wir sollten uns bereit machen für eine Reise. Und wir könnten nur mitnehmen, was wir
tragen können und 100 Reichsmark pro Person seien erlaubt. Mein Vater wurde mit einem Gestapo-Auto abgeholt mit unserem Gepäck und wir, meine Mutter und wir beide, mussten mit dem Schutzmann mit der Straßenbahn an den Bahnhof fahren. Und von der Straßenbahn aus habe ich gesehen, wie die alten Insassen vom jüdischen Altersheim auf einer Ladebrücke saßen mit ihren Köfferchen und ebenfalls an den Bahnhof geführt wurden. Dort stehen Reichsbahnzüge zum Abtransport der Juden bereit. So auch in Mannheim. Die Gestapo lässt dort ebenfalls das Altersheim und das jüdische Krankenhaus räumen. Die Oberin Pauline Meyer soll zwar bleiben, doch sie besteht darauf, mitzugehen. Sie will die Kranken nicht allein lassen. Viele jüdische Bürger können die Gestapo-Aktion gar nicht fassen. Sie sind doch Deutsche. Warum werden sie nun zu Volksfeinden erklärt? So, mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, wir kommen bald zurück, vielleicht wird man mich zur Arbeit nehmen, aber das ist ein Irrtum. Ganz bestimmt ist das ein Irrtum, dass man uns weggeschickt hat. Denn er war doch Soldat und er war Offizier und er hat das Eiserne Kreuz gehabt. Das ist unmöglich. Ihn kann man doch nicht aus Deutschland wegführen. Er war doch ein stolzer Deutscher. Die Gestapo-Leute kennen keine Gnade. Alte, Schwerkranke, Kinder, alle müssen mit. Vom 3,5 Monate alten Säugling in Mannheim bis zum 97-jährigen Mann in Karlsruhe. Auf der Straße haben uns Leute angeschaut. Viele haben in die Hände geklatscht, vor lauter Freude, dass man endlich die Juden entfernt. Und andere haben den Kopf runtergesteckt und sie wollten diesen Blick nicht sehen. Viele beobachten die Deportation mit Gleichmut, mit Resignation. Widerstand gibt es nicht. Es haben viele von der Deportation der Juden persönlich profitiert. Sie konnten die schönere Wohnungen für sich haben, die Habe, das Eigentum. Dann hatten sie kein Mitleid, keine Empathie mit dem jüdischen Schicksal. Und die Angst herrschte. Die Angst herrschte, wenn man, Gott behüte, etwas für die Juden sagt, ist man sofort unter Verdacht als Judenfreund und kann verhaftet werden und ins Konzentrationslager verschickt werden. Im badischen Kippenheim fotografiert ein Dorfbewohner heimlich das Vorgehen der Gestapo und ihrer übereifrigen Helfer. Die Bilder tauchen erst 4 Jahrzehnte später auf. Der Junge, der seinen Eltern zum Lastwagen folgt, ist der 10-jährige Kurt Meyer. Er wird überleben. Seine Eltern jedoch werden in Auschwitz ermordet. Meine Eltern hatten nur 2 Stunden, alles zu packen und sich bereit zu machen. Und dann kamen wir auf ein Militärlaster. Und ich weiß, auf dem Militärlaster wurden wir in Offenburg ausgeladen am Bahnhof. Und da warteten wir auf einen Zug. In Bruchsal lässt die Gestapo den Marsch der jüdischen Bevölkerung zum Bahnhof filmen. Allein aus Baden werden 5.600 Bürger deportiert. Der Gau Baden sei nun judenfrei, meldet Gauleiter Wagner noch am Abend voller Genugtuung nach Berlin. Wagner und Bürkel, die 2 Gauleiter, sind die typischen SS-Schreibtischmörder. Sie haben die Befehle unterzeichnet, haben dafür gesorgt, dass logistisch alles funktioniert, reibungslos.
Aber was eine Sekunde nach der Deportierung mit den Menschen passiert, das hat sie überhaupt nicht mehr interessiert. Also typische Schreibtischmörder. Sie selber haben keinen Juden ermordet, aber sie sind verantwortlich und schuldig für den Tod von mehreren tausenden Juden. Die Ärztin Johanna Geismar wird bei Tagesanbruch im Schwarzwaldort Seik von der Gestapo abgeholt und nach Freiburg geschafft. Dort werden die jüdischen Bürger der Stadt an drei Plätzen zusammengetrieben. Was passiert mit uns, fragen sich alle. Werden wir in den Osten gebracht? Aktenvermerk der Stadtpolizei. Zwei Juden haben Selbstmord verübt. Eine Jüdin hat sich die Pulsadern durchschnitten und starb in der Klinik. Ein Jude hat sich erhängt. Der Abtransport ging in aller Ordnung vor sich. Blanker Zynismus. Gestapo-Chef Heydrich meldet nach Berlin. 6.504 Juden wurden in den unbesetzten Teil Frankreichs gefahren. Der Vorgang der Aktion selbst wurde von der Bevölkerung kaum wahrgenommen. Eine Lüge, denn die Deportation geschieht tagsüber und wird von vielen beobachtet. Die neuen Sonderzüge mit den Verschleppten rollen zur französischen Grenze. Als sich dann der Zug gegen Süden in Bewegung setzte, da haben einige der Erwachsenen schon ein bisschen aufgeatmet, weil es gab ja schon Deportationen gegen Osten. 2 Jahre vorher, als die polnischstämmigen jüdischen Menschen nach Polen überstellt wurden. Wir wussten also nicht, wohin es geht, aber ungefähr gegen 7 Uhr erreichten wir den Bahnhof in Mühlhausen. Und weil wir rausschauen konnten, habe ich dort die Uhr gesehen, dass es 7 Uhr war. Und plötzlich gellte durch den Lautsprecher der Ruf: Wer den Zug verlässt, wird erschossen. Die Deportierten aus Baden und der Pfalz sind mehr als 3 Tage unterwegs. Dann erreichen sie den Bahnhof Roland-Sainte-Marie bei Gurs, tief im Süden Frankreichs. Weiter geht es auf Lastwagen ins Lager am Fuße der Pyrenäen. Die französischen Behörden sind völlig überrascht. Die Nazis haben das Vichy-Regime über die Ankunft der Züge nicht informiert. Wir wurden dann in das Lager getrieben, Männer und Frauen getrennt, Mädchen mit den Müttern und Jungen kamen mit den Vätern. Ich glaube, die Altersgrenze war ungefähr 14 Jahre, das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls war das natürlich wieder ein Schock, dass wir vom Vater getrennt waren. Die Baracken sind leer. Keine Betten, keine Strohsäcke. Die Deportierten müssen auf dem blanken Holzboden schlafen, bei grimmiger Kälte. Wir sahen gar nicht, wo wir reinkamen. Wir waren sehr müde. Und wo wir eben waren, haben wir uns hingelegt. Wir wussten nicht, wer neben uns war, wer vor uns war. Und wer da überhaupt mit uns in der Baracke war. Die Verpflegung im Lager ist miserabel. Die Lebensmittelvorräte reichen nach der überraschenden Ankunft der 6.000 längst nicht aus. Gekocht wird auf primitiven Öfen im Freien. Wir sind alle abgemagert. Wir hatten ganz wenig zu essen, eine Wassersuppe mit Rüben drin oder Kohlrüben. Also wir hatten so starken Hunger, wir haben immer wieder die Mutter gefragt, Mama, wann bekommen wir denn was Richtiges zu essen? In den Baracken gibt es keine Heizung, kein Trinkwasser, keine Toiletten. Donc rien n'était prêt. Nichts war vorbereitet auf nationaler Ebene. Nichts war vorbereitet im Lager, um die Internierten aufzunehmen. Keine Decken, kein Strom. Es herrschte das totale Chaos. Die Lagerleitung war völlig überrascht. Deshalb lief alles so schief.
Die Verantwortlichen des Lagers mussten mit einer Situation fertig werden, die weder sie noch die Regierung noch die regionalen Stellen vorhersehen konnten. Das Lager Gürs besteht seit Frühjahr 1939. Bisher werden dort Flüchtlinge des spanischen Bürgerkriegs und sogenannte feindliche Ausländer untergebracht, bewacht von französischen Soldaten. Eines der größten Internierungslager in Frankreich. 428 Baracken, aus dünnen Holzbrettern gezimmert, errichtet auf sumpfigem Ödland. Nach dem Krieg wird das Lager abgerissen. Die Statistik der Lagerleitung belegt, unter den inhaftierten Deutschen sind 400 christlichen Glaubens. Viele sind mit ihren jüdischen Ehepartnern deportiert worden. Wir haben erfahren, dass die Frau eine Christin, eine geborene Christin war und einen Juden geheiratet hat. Und man schon in Kaiserslautern, als man sie abgeholt hat, hat man ihr vorgeschlagen, sie soll ihren Mann wegschicken und sie könnte mit den Kindern in Kaiserslautern bleiben. Aber sie hat eben gesagt, dass sie ihr Schicksal mit ihrem Mann verbunden hat und sie würde ihn jetzt nicht verlassen. In Gürs wird sie von ihrem Mann getrennt untergebracht. Über sein Schicksal hat sie nie etwas erfahren. Die hygienischen Verhältnisse waren ganz schlimm. Man hatte mit der Zeit natürlich Ungeziefer, Läuse, Flöhe. Dann waren Ratten da. Also Ratten sind manchmal über uns gehuscht nachts, als wir am Boden lagen. Tagelanger Regen verwandelt das Lagergelände in Schlamm, in dem man bis über die Knöchel versinkt. Die Verhältnisse waren wirklich schrecklich. Wie meine Mutter es dazu gebracht hat, mich am Leben zu erhalten, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich als kleines Kind von kaum 7 Jahren helfen musste, oder man hat mich dazu gebracht, mitzuhelfen, Steine zu suchen, um einen Pfad durch den Schlamm auszubauen. Das Schlimmste waren die Aborte, die Latrinen. Die waren am Rande der Blöcke angelegt und da musste aus jeder Baracke, wer aufs Klo musste, musste dorthin laufen, auch in der Nacht. Und alte Leute, die müssen manchmal mehrmals. Und da kam es schon vor, dass jemand im Schlamm stecken blieb und sich nicht mehr allein raushelfen konnte und am Morgen erfroren war. Ich glaube, die Leute dachten, die lassen da uns hier, wir sitzen da, bis wir alle verrecken, wie man den Ausdruck gebrauchte. Wir verrecken hier und die Frage, also wir allmählich werden wir alle hier sterben von Seuche, bis wenig übrig sind. Der Winter 1940-41 ist besonders hart. Erst Dauerregen, dann Schnee und Frost. Bereits in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft sterben mehrere hundert Menschen an Unterernährung und Krankheiten. Natürlich waren dann die hygienischen Zustände so, dass nach ganz kurzer Zeit eine Ruhrepidemie ausgebrochen ist und die damals eigentlich immer einen tödlichen Ausgang hatte, weil es keine Medikamente gab. Gab es ja nicht. Ja? Und es gab zwar unter uns sehr viele Ärzte, die auch deportiert wurden, ja? Aber die hatten nichts. Ja, die hatten nichts. Keine Medikamente, kein Verbandsmaterial, keine Desinfektionsmittel, wenige medizinische Geräte. Chef der internierten jüdischen Ärzte ist Dr. Eugen Nether aus Mannheim. Zu seinen Kolleginnen in der Krankenbaracke gehört Dr. Johanna Geismar, die Kinderärztin aus Heidelberg. Sie und die Oberin Pauline Meyer sind für die Kranken und Schwachen wie Engel in der Hölle. Ein Überlebender schreibt später über die Ärztin: Wie sie es fertigbrachte, von morgens bis abends auf den Beinen zu sein, nie ungeduldig zu werden, gehörte zu den Wundern von Gürs. Ich habe vor wenigen Monaten eine Kopie einer Liste der im
in der Krankenbaracke sich befindlichen Frauen erhalten. Unter diesen Frauen war auch meine Mutter, Julchen Odenheimer. Und sie ist wahrscheinlich von Frau Geismar betreut worden. Und meine Mutter ist sehr wahrscheinlich vom Krankenlager direkt nach Auschwitz deportiert worden. Meine Mutter war relativ lange, also einige Wochen in dieser Baracke und wurde dort gepflegt und anscheinend ging es ihr dort viel besser. Also wir haben jetzt die Frau Dr. Geismar nicht gekannt und ich habe erst später von ihr dann gelesen und habe gehofft, dass unsere Mutter wirklich auch in den Genuss kam von ihrer Pflege. Um die zahlreichen Kinder im Lager kümmern sich Angehörige ausländischer Hilfsorganisationen. Sie besorgen Milchpulver und geben zusätzliche Essensportionen aus. Besonders beliebt ist die Schweizer Krankenschwester Elsbeth Kasser. Immer wieder gelingt es den Helfern, Kinder mit Zustimmung ihrer Eltern aus dem Lager zu schmuggeln. Der kleine Leopold schreibt an seine Betreuerin: Liebes Fräulein, ich bitte Sie sehr, dass ich nach Amerika komme und möchte gerne Schuhmacher werden. Könnte ich nicht mitkommen? Die französischen Wachposten, zuvor von den Helfern mit Geld und Zigaretten bestochen, schauen weg, wenn Kinder durch die Stacheldrahtzäune kriechen und flüchten. In Frankreich war das auch so, dass die Hilfsorganisationen teilweise anerkannt wurden von dem Regime. So konnten sie ihre wichtige Hilfsaktion weiterführen. Aber alle diese sogenannten legitime und offizielle Organisationen haben auch ihre Aktivität im Untergrund weitergeführt. Es war keine andere Wahl. Die Kinder werden von den Helfern in Südfrankreich versteckt. In Waisenhäusern, Klöstern, Krankenhäusern und auf Bauernhöfen. Herbert Odenheimer, heute Ehud Loeb, gehört zu den Geretteten. Es war also doch eine Heldentat meiner Mutter, meiner Eltern, mich in einem fremden Land, fremden Leuten, in einer vollständig ungewissen Zeit wegzugeben und mir das Leben zu schenken. Charlotte Sarah Siesel, heute Amira Gezow, wird von ihrem Vater in die Obhut des Roten Kreuzes gegeben und kann überleben. Die Eltern werden später in Auschwitz ermordet. Wie katastrophal die Zustände im Lager sind, bleibt den Bewohnern der Dörfer bei Gürs nicht verborgen. Viele profitieren vom Schwarzhandel und von der verzweifelten Lage der Deportierten. Die Lagerinsassen versuchen über Mittelsmänner, ihre letzten Schmuckstücke bei Dorfbewohnern gegen dringend benötigte Lebensmittel und Kleidung einzutauschen. Alle in der Umgebung von Gürs wussten, dass dort Menschen zusammengepfercht im Lager eingesperrt waren. Man wusste dies, zumal es einen Schwarzmarkt gab. Und man davon profitierte. Man handelte mit Schmuck, Kleidern und Fellen. Zum Sabbat und an jüdischen Festen versammeln sich die Männer zum Gebet. Unter ihnen Rabbiner Yehuda Leo Ansbacher. Er organisiert eine Pessachfeier, zu der über 5000 Juden auf eine Wiese außerhalb des Lagers kommen. Rabbiner, die das Lager besucht hatten, erzählten danach, dass sie noch nie eine solch tiefe Religiosität erlebt hätten wie dort. In Gürs zeigte sich, welche Bedeutung die Religion für die Menschen hat. Wenn man in einer solchen Not lebt, dann kann man mit Hilfe des Glaubens die Schmerzen und das Leid besser ertragen. Für ein wenig Ablenkung vom tristen Alltag sorgen Konzerte, die inhaftierte Musiker geben. Ein Orchester, aber wohl das traurigste der Welt, schreibt eine jüdische Zeitung unter ein aus dem Lager geschmuggeltes Foto.
Unter den schlimmsten Umständen, die man sich denken kann, versuchte man in den Baracken eine Art von Konzerten zu organisieren. Es war kalt, die Musikinstrumente waren oft in schlechtem Zustand. Ratten rannten durch die Baracken. Für die Deportierten hinter Stacheldraht sind Briefe und Päckchen die einzigen Kontakte zur Außenwelt. Oftmals vermittelt das Rote Kreuz den Postverkehr. Der Zensor liest immer mit. Die Briefe wurden alle zensuriert. Es war dann immer ein C drauf und dann wusste man, die wurden aufgemacht, gelesen. Und das wussten alle, das wussten die, die Briefe geschrieben haben. Also man durfte nichts Verfängliches drin schreiben. Aber es bestand ein Postverkehr. Steffi Messerschmidt, eine junge Musikerin, steht in Briefkontakt mit ihrem Vater, den es nach Italien verschlagen hat. Im April 1942 berichtet sie begeistert von Konzerten im Lager. Nur 4 Monate später deutet sie ihren Abtransport an. Mein lieber Papa, bitte schreib nicht mehr hierher. Ich fahre jetzt weg. Schicke dir die nächste Adresse vom Ankunftsort. Den Namen des Zielortes hat der Zensor geschwärzt. Hat Steffi Auschwitz geschrieben? In den Krankenbaracken herrscht weiter Notstand. Ruhe, Typhus und Tuberkulose sind weit verbreitet. Die Hilfsorganisationen besorgen Medikamente, doch reichen die längst nicht aus. Über Pauline Meyer, die Oberin aus Mannheim, schreibt später ihr Chef Eugen Nether: Wer diese Hölle in Görs miterlebt hat, begreift, mit welchem Gefühl der Erlösung die Oberin von den unglückseligen, schwer geprüften Menschen begrüßt wurde, wo und wann immer sie in den armseligen Baracken auftauchte. Jeden Morgen fährt ein Lastwagen mit Särgen über die Hauptstraße. Die Toten werden auf dem Friedhof außerhalb des Lagers beigesetzt. Wir wissen, dass jeden Tag mindestens 7 Personen gestorben sind. Und wir sahen dann immer die Menschen, die zum Friedhof gingen. Das war auch übrigens eine Möglichkeit für Männer und Frauen, sich wieder zu treffen, sodass viele sich gemeldet haben, wenn sie hörten, dass wieder eine Beerdigung ist. Und es war natürlich eine traurige Sache, sich dort treffen zu müssen. Der Friedhof wird für 1067 deutsche Juden zur letzten Ruhestätte. Heute in Stein gemeißelt, ihre Namen und ihre Heimatorte. Seit den 60er Jahren wird der Friedhof von deutschen Stellen gepflegt. Januar 1942. In Berlin, in einer Villa am Wannsee, wird die sogenannte Endlösung der Judenfrage besiegelt. Aus ganz Europa sollen Juden in die Vernichtungslager im Osten gebracht werden. Insgesamt 11 Millionen Menschen. Auch die deutschen Juden in Gurs und anderen Orten Frankreichs werden aufgelistet. Beim Abtransport werden keine großen Schwierigkeiten erwartet, heißt es in dem Konferenzprotokoll, das Adolf Eichmann führt. Protokoll des Massenmords an den europäischen Juden. 6 Millionen Menschen werden umgebracht. 7 Monate nach der sogenannten Wannsee-Konferenz, Anfang August 1942. In Gurs und in anderen Lagern Südfrankreichs werden Transporte ins KZ Auschwitz zusammengestellt.
Auf den Listen stehen die Namen von mehr als 3000 jüdischen Internierten. Lastwagen werden sie von Gürst zum 17 Kilometer entfernten Bahnhof Roland bringen. Die Transporte sollen von Gürst zunächst ins Durchgangslager Drancy bei Paris gehen. Von dort werden die Todeszüge gen Osten rollen, durch Mannheim nach Auschwitz in Polen. Die Bewohner in den Dörfern bei Gürs wissen, was im Lager passiert. Obwohl die Transporte in der Frühe geschahen, wurden natürlich die Lastwagen gehört. Die Bewohner der Dörfer schlossen die Türen und taten so, als hätten sie nichts wahrgenommen. Sie wollten sich damit selbst beruhigen. Bilder vom Abtransport, gemalt von Lagerinsassen. Es gab dramatische Situationen. Einige Häftlinge schrien, erlitten Nervenzusammenbrüche, nahmen sich das Leben. Gleichzeitig gab es etwas, das man vielleicht surrealistisch nennen kann. Die französischen Polizisten halfen den älteren Menschen, trugen ihre Koffer, um sie zu begleiten zum Sammelplatz. Wenn man berücksichtigt, dass es der Marsch in den Abgrund, in den Tod war, dann hat dies etwas Verrücktes, etwas Surrealistisches. Ich erinnere mich an eine deutsche Frau, die ich täglich gesehen hatte und die sehr nett war. Sie gab mir ihren Mantel, damit ich ihn mir umhänge. Ich sagte, nein, ich nehme den Mantel nicht. Die Frau aber antwortete, leider brauche ich ihn nicht mehr. Dr. Johanna Geismar und Pauline Meyer stehen nicht auf der Liste. Beide sollen auf Weisung des Lagerkommandanten in Gürs bleiben. Doch Pauline Meyer ist entschlossen, ihre schwerkranken Patienten zu begleiten. Das war eine innere Einstellung von ihr. Sie musste helfen. Ich bin für die verantwortlich. Also bleibe ich. Das war ihre Einstellung. Die hätte gar nicht anders gekonnt. Auch Dr. Johanna Geismar zögert keinen Moment, mit auf den Transport zu gehen. Sie will ihren Kranken helfen, bis zuletzt. Und sie hofft, in Auschwitz ihre aus München deportierten Angehörigen zu finden. Die Vorgesetzten versuchen, Johanna Geismar umzustimmen. Vergeblich. Ihrem Chef sagt sie, es ist auch gut, wenn ein Arzt mitgeht. Ihr Kollege Eugen Nether schreibt später, tief in meiner Erinnerung haftet der Augenblick, als ich Abschied nahm von den beiden Frauen, die freiwillig ihre Leidensgefährten in die Vernichtung begleiteten. Als Letzte stiegen sie auf das Lastauto. Dr. Johanna Geismar und Oberin Pauline Meyer. Ein französischer Geistlicher berichtet. Kein Schrei, keine Bewegung. Die Polizisten um mich herum sind aschfahl. Einer sagt mir, ich habe Metzeleien gesehen, Krieg und Hungersnot. Aber nie sah ich etwas so Grauenvolles wie dieses. Die Lastautos kamen vor dem Morgengrauen, weil die Bevölkerung sie nicht sehen sollte. Die Menschen, die man im Lager zusammengetrieben hatte, wurden zum Bahnhof Roland-Saint-Marie gebracht und dort in die Züge gesteckt. Hier sind sie 2 Jahre zuvor angekommen. Im Lager haben sie Schlimmes durchgemacht. Nun warten auf sie die Todeszüge nach Auschwitz. Soldaten einer französischen Sondereinheit überwachen den Abtransport. Diese Todeszüge waren eine Art von Mini-KZs, denn alle Komponenten, die im Lager später sich befanden, waren schon unterwegs. Nämlich keine Ernährung, kein Essen, kein Wasser, außer was die Leute sich selber vorbereitet haben. Sehr eng, keine Toiletten. Man soll sich vorstellen, tagelang ohne Toilette, nur 2 Holzkübel, die schnell voll waren. Es hat gestunken, es war furchtbar. Die Leute haben sich geschämt. Sie kommen von einer kultivierten Gegend und plötzlich so primitive Zustände. Die Menschen werden in Viehwaggons gepfercht.
Mit solchen Zügen werden Juden auch aus anderen Ländern nach Auschwitz gebracht. Dr. Johanna Geismar kommt nach 4 Tagen mit Transport Nummer 18 in Auschwitz an. Dann verliert sich ihre Spur. Nur ein einziges Foto aus ihrer Jugendzeit erinnert an sie. Ihre ganze Familie wird von den Nazis umgebracht. Ein jetzt entdecktes Dokument in einem französischen Archiv trägt das Datum ihrer Abfahrt, 8. August 1942. Oberin Pauline Meyer ist vermutlich mit demselben Transport nach Auschwitz gekommen. Während der sogenannten Selektion auf der Rampe, die von SS-Ärzte durchgeführt wurde, Mengele, Thilo, Klein und andere, wurden nur junge Leute ausgewählt, denn diese Leute sollten Sklaven werden in den SS- und Wehrmachtfabriken und Unternehmen, so dass es nur junge Leute wurden ausgewählt und ältere Leute ab 40 waren schon zu alt, um Sklaven zu werden. Deshalb hatten diese zwei Frauen wirklich null Chancen zum ausgewählt werden, zum Überleben im Lager. Von den nach Auschwitz deportierten Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saargebiet überleben nur wenige. Mehrere hundert Kinder werden gerettet, weil mutige Helfer sie in Frankreich verstecken. Wären wir nicht damals gerettet worden, wäre ich vielleicht mit dem Transport meiner Mutter am 4. September oder mit dem Transport meines Vaters am 9. September nach Auschwitz deportiert worden. Die Engel von Gürs, Johanna Geismar und Pauline Meyer, werden in Auschwitz vermutlich noch am Ankunftstag in der Gaskammer ermordet.